Und wenn Sie nicht können, dann gibt es die Möglichkeit der Briefwahl. Ich höre sehr erfreulich, dass mehr zur Briefwahl gehen als je zuvor. Wenn ich den Zwischenruf höre, habe ich schon gemacht. Ja. Dann kann ich ja heute nichts Falsches mehr sagen, dass ich eine andere Entscheidung bin. Dann haben Sie sicher richtig entschieden. Und jetzt bin ich in allen Ernst. Es geht auch um Bayern. Wir plakatieren bei diesem Wahlkampf, wir Bayern wählen Bayern nach Europa. Und Bayern sind nicht nur die Menschen, die in Bayern geboren sind. Um das auch mal klarzustellen. Bayerische Bürger und Patrioten sind auch jene Frauen und Männer, die entweder als Heimatvertriebene oder später aus Deutschland oder auch aus dem Ausland zu uns nach Bayern kamen, hier ihre neue Heimat aufgeschlagen haben, hier verstanden und sich behütet fühlen. Auch das sind die Bayern, meine Damen und Herren, nicht nur diejenigen, die hier geboren worden sind. Und deshalb gibt es am nächsten Sonntag für alle, die hier leben, für alle 12 Millionen, soweit sie mal berechtigt sind, sowas wie eine Patriotenpflicht, dass ein Bayer zur Wahl geht, denn bei keiner anderen Wahl ist die Wahlbeteiligung so wichtig wie bei einer Europawahl. Die Deutschen haben 99 Abgeordnete im Europaparlament. Und wie viel die Bayern davon bekommen, bestimmt sich nach der Wahlbeteiligung in den Bundesländern. Je mehr Bayern gehen, desto mehr Abgeordnete bekommen wir. Je mehr Abgeordnete wir haben, desto bayerischer spricht man in Brüssel. Und man versteht uns überall auf der Welt, meine Damen und Herren, auch wenn wir bayerisch sprechen. Denn unsere Anliegen sind so klar, dass wir auch in Brüssel Mitglieder des Vereins für deutliche Aussprache sind. Und deshalb gehen Sie bitte zur Wahl. Und Sie können es sich relativ einfach machen. Wir haben eine bayerische Liste. Das steht sogar auf dem Wahlzettel. Bayerische Liste, CSU. Alle anderen Parteien, die haben zum Teil auch gute Leute. Man kann ja nicht per se sagen, nur wir sind gut und andere haben keine Guten. Aber eines unterscheidet uns. Wir haben, wenn Sie uns Ihre Stimme geben, können Sie sicher sein, dass eine Bayerin oder ein Bayer diese Stimme für das Europaparlament bekommt. Weil wir eine bayerische Liste haben. Unsere Abgeordneten sind nur in Bayern wählbar. Alle anderen Parteien haben bundesdeutsche Listen. Das heißt, wenn Sie dort eine Stimme geben, dann wählen Sie auch und vor allem die Abgeordneten aus anderen Bundesländern. Und deshalb bitten wir Sie, dass Sie zur Wahl gehen, dass Sie bayerisch wählen, dass Sie uns Ihr Vertrauen geben. Wir versprechen Ihnen, meine Damen und Herren, dass wir mit voller Kraft Politik so ausüben, wie man Politik in unserer Zeit verstehen muss. Politik ist nicht Selbsterhöhung der Politiker. Politik darf auch nicht Machtausübung sein. Politik ist heute Dienst für die Menschen. Meine Damen und Herren, wir müssen immer und immer wieder der Bevölkerung die Gewissheit vermitteln. Nicht die Bevölkerung ist für die Politiker da, sondern wir Politiker haben für die Menschen da zu sein, meine Damen und Herren. Das ist unser Politikverständnis.